Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher Grode, sehr geehrter Oberbürgermeister Bausch, lieber Herr Regenstein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mir ist es eine große Freude, dass wir jetzt soweit sind und das Bauwerk steht und wir Richtfest feiern können. Ein Projekt, von dem wir eine ganze Weile geträumt haben, aber noch länger geplant und vorbereitet. Auch mir, auch uns ist das eine Herzensangelegenheit. Und was wir hier machen, lässt sich gut vereinbaren und überschneiden mit dem Namen der Gemeinde. Früher war das ja die Matthäuskirche, jetzt heißen wir Martinsgemeinde. Und der Name Martin ist hierbei Programm. Man mag aber nicht denken an Martin Luther, das war sicher der Gedanke unter den Protestanten, dafür den Martin zu nehmen, sondern wir denken an den heiligen Martin, dessen Fest ja im November hier auch in aller Ruhe begangen wird, nämlich den, der geteilt hat. Seinen Mantel, davon vom Ross gestiegen ist und es deswegen getan hat, um das Leben zu stärken und das Leben zu retten und das Leben miteinander zu teilen. Diese Idee des Teilens hat Tradition in unserer Gemeinde hier. Denn das Vorgängergebäude, was ein Kindergarten war, ist 1954 gebaut worden, als einer der ersten evangelischen von Niemöller noch eingeweiht. Und die Kirche, die hier steht, kam erst 3 Jahre später. Multifunktional gedacht. Und Pfarrer Göttert in den 60er Jahren hat davon geträumt, ein Sozialzentrum errichten zu können. Damals noch mit Mitteln des Kirchengemeindeverbands. Daraus ist nichts geworden. So besser, dass wir diese Idee nun heute gemeinsam umsetzen, mit der GEWO-Bau als dem starken Partner, aber auch der Stadt Rüsselsheim, mit Auszeit in der inhaltlichen Arbeit. Und wir sind glücklich, Träger des Kindergartens und des Nachbarschafts- und Familienzentrums sein zu können. Dabei gilt, Teilen ist eine Herausforderung. Eine echte Herausforderung, denn man verliert ein liebgewonnenes altes Gebäude. Der Garten ist fort von des Pfarrers und der Pfarrfamilie. Meine Frau hat da schon ein weinendes Auge und ich manchmal auch. Und auch für die Nachbarschaft ist das nicht ganz einfach, um so ein großes Gebäude an der Seite zu haben. Aber wenn wir uns darauf einlassen, wird und kann dieses Teilen sehr fruchtbar sein. Voraussetzung ist, vom hohen Ross zu steigen, etwas abzugeben. Das Ziel ist, dass wir miteinander hier leben im Viertel, uns gegenseitig bereichern. Wir leben zusammen, wir helfen einander, wir lernen voneinander und wir feiern auch miteinander. Und zwar über die Grenzen der Gruppen und Grüppchen, die es hier gibt, hinaus. Jenseits von Kultur, Religion, Geschlecht, sozialer Herkunft und Alter. Damit wir ein gemeinsames Leben führen, damit wir uns bereichern. Und angesichts der Verwerfungen, die in unserer Gesellschaft langsam auftauchen, denken Sie an die Anschläge der letzten Tage, ist es umso wichtiger, miteinander zu leben, miteinander zu sprechen und zu erfahren, dass man sich gegenseitig stützt und bereichert. Ich möchte nochmal an die Entwicklung denken, die hier vor sich gegangen ist. Die Kooperation mit der GEWO-Bau ist Grundvoraussetzung, dass das überhaupt hier zustande kommt. Sie stemmen den Hauptteil der Arbeit, von den Überlegungen, wie das finanziert werden kann, bis zu. Wir freuen uns, dass wir ein interessantes und spannendes Architektur- oder Architektenbüro gewinnen konnten mit dem interessanten Entwurf. Ich denke aber auch an die Vorgeschichte, die es hier auf der Seite der Gemeinde gab. Die Idee, das hier in Gang zu bringen, beruht auf Überlegungen meines Vorgängers Volkhard Gut. Andrea Alt von der Bildung und dem Dekanat damals hat noch eine Bedarfsstudie gemacht. Der Kirchenvorstand war beteiligt. Katrin Klinksporn, Frau Plaha, Sie sind da, Sie haben in der Zeit damals entschieden, das in Gang zu bringen. Herr Ross von der Wohnraumhilfe, Sie haben hier den ganzen Prozess angestoßen, die Leute mobilisiert, mitzuwirken. Wir danken Frau Sabine Hübner, die lange Jahre gute Arbeit hier geleistet hat und freuen uns nun, dass Frau Hollingshaus, Ute Hollingshaus, als Koordinatorin das weiterführt. Sicher, auch der Kirchengemeindeverband ist beteiligt. Die Landeskirche, das Dekanat, das muss ja alles genehmigt und beschlossen werden. Aber noch wichtiger ist mir, dass der wichtige Impuls zuletzt aus unserem Kirchenvorstand kam. Und ich nenne hier den Namen Doris Kordel. Denn es ist so, das Grundstück gehört uns leider nicht. Wir sind nur Teil des Verbandes. Und auch da mussten wir teilen, nämlich nicht nur den Grund und Boden, sondern auch einen ordentlichen Batzen Geld, damit der Verband bereit ist, das Grundstück auch zur Verfügung zu stellen. Das haben wir getan, um das Ganze voranzubringen und zum Gelingen beizutragen.
Vielen Dank, dass der Kirchenvorstand das mitträgt und auch wir unsere Mittel hier einbringen dürfen, damit etwas Größeres entsteht. Frau Schmidt, Sie sind wichtig, weil Sie immer Ideen zugesteuert haben vom Kindergarten aus und hier intensiv mitplanen und mitgedacht haben. Aber noch wichtiger auch ist, dass es immer eine breite Unterstützung, ein großes Interesse aus dem Viertel gegeben hat und gibt und dass auch die Nachbarinnen und Nachbarn das mittragen und sich daran freuen, dass etwas Neues wächst und entsteht. Dass es 7 Jahre gedauert hat, halte ich nicht für problematisch. Ich würde sogar sagen, das halte ich für ein gutes Zeichen. In der Bibel, in der biblischen Zahlenmystik, hat die Zahl 7 und ihr Mehrfaches immer mit göttlicher Mitwirkung zu tun. Insofern würde ich sagen, hoffen wir doch, dass auf diesem Projekt ein Segen ruht und wir miteinander Freude daran haben werden, aber vor allem mit den Menschen im Viertel zusammenkommen können. In diesem Sinne machen wir weiter, freuen uns an dem gemeinsamen Projekt und ich danke für alle Unterstützung aus der Gesamtheit der Stadt, der Nachbarschaft und der Kulturen. Dankeschön. Funktioniert gut. Guten Tag, mein Name ist Thomas Adam, ich bin Maurermeister und Polier bei der Firma Isselborn, die dieses Gebäude hier erstellt hat und ich habe die Ehre, den Richtspruch zu halten. Wie eine Krone auf dem Haupt wird der Richtkranz aufgebaut. Dank Fleiß und Mühe, Beton und Stein, stehe ich hier mit dem Glas Wein. Was Menschenhände hier bewegen, braucht auch immer Gottes Segen. Wir bitten deshalb für das Haus, schütze alle, die gehen ein und aus. Das Haus soll schenken Glück und Mut, die Mauern schützen sie vor jeder Flut und jedem Sturm und jeder Widrigkeit, heute und auch morgen, bis in alle Zeit. Aus diesem Grunde zerschmettere ich in dieser Stunde für Glück in aller Zeit das Glas am Grunde.